In der achten Aufgabe ging es um das Thema Drehstrom und da war ein dreiphasiger symmetrischer Erzeuger gegeben oder von dem war die Rede, mit 230 Volt / 400 Volt, den male ich jetzt mal hier in Sternschaltung, also mit den drei Phasen, die jeweils eine Strangspannung von 230 Volt haben. Die anderen Spannungen spare ich mir jetzt mal hier zu bezeichnen. Die haben, wenn das symmetrisch ist, natürlich den gleichen Betrag, aber entsprechend eine um 120 Grad verschobene Phasenlage. Und die Außenleiterspannung, die wäre dann in diesem System eben Wurzel dreimal so groß wie die 230 Volt. Das sind halt die 400 Volt. Und dann gibt es hier die drei Außenleiter, L1, L2, L3. Und daran sollte jetzt als Verbraucher angeschlossen sein, ein Durchlauferhitzer, der aus drei Heizwiderständen besteht, die jeweils 10 Ohm haben. Und dieser Durchlauferhitzer konnte jetzt auch einmal als Stern verschaltet sein, so dass diese Widerstände eben, diese drei Widerstände im Stern verschaltet sind. Die haben alle jeweils den Wert eben 10 Ohm. Und dafür war erstmal die Wirkleistung auszurechnen. Jetzt kann man sich überlegen, okay, die Wirkleistung ist dreimal die Leistung, die in jedem Strang umgesetzt wird. Und an jedem Strang liegen hier die 230 Volt an. Also kann man sagen, das sind U-Quadrat, ich nenne das mal UQ-Quadrat durch R. Und das sind eben 3 mal 230 Quadrat Volt-Quadrat durch die 10 Ohm. Und das ergibt dann, wenn man das im Taschenrechner ausrechnet, einen Wert von 15,87 Kilowatt. Wenn man hier auf die Einheit nochmal schaut, Ohm ist Volt durch Ampere, kürzt sich ein Volt weg, bleiben Volt mal Ampere über, das sind Watt und die Einheiten ergeben dann eben diese Kilowatt hier. So, das wäre also die Leistung dieses Durchlauferhitzers, wenn man diese drei Widerstände mit jeweils 10 Ohm in Dreieck schaltet. Und jetzt sollte es dazu noch eine alternative Variante geben. Die male ich hier immer einfach so mit Punkt, Punkt, Punkt. Also diese Linie auch mit Punkt, Punkt, Punkt fortgeführt und diese Linie hier mit Punkt, Punkt, Punkt fortgeführt. Und die zweite Variante war, diese drei Widerstände sind einfach im Dreieck verschaltet. Also ein Strang als Dreieck, einen zweiten Strang als Dreieck und einen dritten Strang als Dreieck. Und was jetzt so ein nicht unbeliebter Fehler war, war halt zu sagen, ich rechne diesen Stern hier in ein Dreieck um, sodass diese Widerstände irgendwie einen anderen Wert haben. Das war aber laut Aufgabenstellung überhaupt gar nicht gefordert, sondern es sollten einfach genau die gleichen Widerstände sein. Also wieder R, R und R. Eben mit R gleich 10 Ohm und nicht irgendwie diesen Stern in ein äquivalentes Dreieck umgewandelt, weil, naja, wenn man das macht und umwandelt, dann kommt natürlich auch die gleiche Leistung bei raus, weil die Widerstände dann ja alle einen anderen Wert haben. So, also es sollten genau die gleichen drei Widerstände sein, die jetzt eine Dreieckschaltung bilden für diesen Verbraucher und dann war in diesem Fall, also das ist ja sowas wie P Stern, dann war eben P Dreieck gesucht und P Dreieck ist natürlich wieder dreimal die Leistung, die in jedem dieser Stränge passiert und an jedem Strang sieht man jetzt hier liegen eben, also hier waren 230 Volt, hier anliegen, hier sind es jetzt eben die 400 Volt, die dort anliegen, also haben wir 400 Quadrat Volt Quadrat durch die 10 Ohm und das kann man wieder mit dem Taschenrechner ausrechnen und einsetzen und da kommen da 48 Kilowatt raus. So, und weil diese Leistung hier eben Wurzel 3 oder ungefähr Wurzel 3 mal so groß ist wie diese Leistung, wie diese Spannung, gibt es eben zwischen diesen Leistungen ja auch das Verhältnis mal 3. Das ist dieses typische Verhältnis von einem Faktor 3 zwischen den Wurzeln, wenn man eben diese Sterndreieck-Umschaltung eines gleichen Verbrauchers macht mit den gleichen Widerständen. War eine schöne Probe, die man sich überlegen konnte halt bei dieser Aufgabe. So, was ist dabei jetzt bei dieser doch recht einfachen Rechnung schiefgelaufen? Relativ viele Studierende haben hier wirklich mit den Phasen gerechnet, haben wirklich sehr
kleinteilig ausgerechnet, was an jedem Strang passiert mit Wirkleistung und Blindleistung und Scheinleistung, obwohl es ja hier überhaupt gar keine Blindleistung gibt bei einer rein ohmschen Last und sich dann eben irgendwo in der komplexen Rechnung vertan. Dabei konnte man einfach eben annehmen, war ja auch gegeben, das ist symmetrisch. In jeder Phase passiert das Gleiche, nehmen einfach eine Phase mal 3. Ansonsten gab es so eine recht absurde Lösung, dass jemand irgendwie die Quellen bei dem Dreieck hier hinten in die Stränge jeweils mit eingezeichnet hat oder auch nur in einen. Das ist schon sehr seltsam. Also da, wie wenig muss man sich zum Thema Drehstrom angeschaut haben oder auch verstanden haben, um irgendwie so ein recht absurdes Schaltbild zu zeichnen. So, damit war Aufgabenteil A eigentlich abgehakt. Und in Aufgabenteil B ging es jetzt darum, was passiert, wenn eine Phase der Zuleitung unterbrochen wird. Also wenn es jetzt, es gibt irgendwo einen Defekt in dem Kabel, jemand hackt dieses Kabel durch, aber nicht vollständig, sondern nur so, dass eine Phase unterbrochen wird. Also hier oben kann jetzt kein Strom mehr fließen, aber hier unten kann noch ein Strom fließen und hier kann noch ein Strom fließen. Und in jedem Fall sollte eben ausgerechnet werden, was hat das jetzt für einen Einfluss auf die Leistung in diesem Fall, wenn der Verbraucher in Stern geschaltet wird, und was hat das für einen Einfluss auf die Leistung in diesem Fall, wenn der Verbraucher in Dreieck geschaltet ist. Ich glaube, das größte Problem war hier einfach, diese Aufgabe zu verstehen, was heißt das, eine Phase der Zuleitung ist unterbrochen, ein Außenleiter ist unterbrochen. Das hat natürlich nichts mit den Phasenwinkeln hier dieser Spannung zu tun. Nichtsdestotrotz gab es den absurden Ansatz hier zu rechnen, 3 mal U-Strang mal I-Strang mal irgendwie Kosinus von minus 120 Grad, wo auch immer die minus 120 Grad herkommen, wahrscheinlich eben, weil irgendwie eine Phase unterbrochen ist. Also das führt ja auf jeden Fall nicht so richtig zur Lösung. Stattdessen schaut man einfach scharf auf dieses Schaltbild hier oben drauf und überlegt sich, okay, also in diesem Fall, wenn wir diesen Stern haben, hier oben kann kein Strom mehr fließen. Wenn hier kein Strom mehr fließt, liegt auch keine Spannung mehr an diesem Widerstand an. Das heißt, dieser Widerstand ist tot. Hier wird jetzt, in dem wird nichts mehr passieren. Es kann nur noch in diesen beiden Widerständen hier unten was passieren. Und die Spannung, die diese beiden Widerstände sehen, ist jetzt eben die Summe dieser beiden Spannungen hier. Und die Summe dieser Spannung, das ist ja auch wieder die Außenleiterspannung von 400 Volt. Das heißt, diese beiden Widerstände sehen eine Spannung von 400 Volt. Also haben wir P ist, ich schreibe es mir vielleicht erstmal als Formel hin, UL Quadrat durch die Reinschaltung von den beiden R's durch 2R. Und UL sind eben 400 Volt, also haben wir 400 Volt Quadrat durch 20 Ohm, Ohm sind wieder Volt durch Ampere und so weiter und so fort. Dann kommen da in diesem Fall, wenn man das mit einem Taschenrechner einsetzt, 8 Kilowatt raus. Also eine Phase ist unterbrochen, aus knapp 16 Kilowatt werden jetzt mal eben 8 Kilowatt. Also die Leistung ist halbiert. Es fehlt eine von 3 Zuleitungen, trotzdem kommt nur noch die Hälfte der Leistung am Ende raus. So, und das Gleiche kann man sich jetzt auch hier hinten überlegen. Also auch hier kann hier oben jetzt kein Strom mehr fließen. Ich deute das mal hier an, indem ich eben sage, dieses Punkt, Punkt, Punkt ist jetzt hier unterbrochen. Aber hier unten kann noch Strom fließen, hier kann noch Strom fließen. Und diese 400 Volt liegen jetzt eben auch hier an. Also hier haben wir wieder 400 Volt. Ja, so wie wir hier eben auch die 400 Volt hatten. Aber die 400 Volt fallen jetzt über diesen Widerstand ab. Und dazu parallel hat man die Reinschaltung dieser beiden Widerstände. Also die Leistung ergibt sich hier aus UL Quadrat durch R Ersatz, und R Ersatz ergibt sich eben aus einmal dem Widerstand R parallel zu zweimal dem Widerstand R. Und ja, da kann man jetzt rechnen, das ist natürlich R mal 2R durch R plus 2R, also 2 mal 1 durch 2 plus 1, das sind also 2 Drittel R, kann das hier oben einsetzen. Und dann sind das halt 400 Quadrat Volt Quadrat durch 2 Drittel von 10 sind 6,66 und so weiter Ohm. Und kann das mit dem Taschenrechner ausrechnen. Und dann sind das in dem Fall 24 Kilowatt. Also hier ist es auch so,
eine Phase von den dreien ist unterbrochen, dadurch wird die Leistung halbiert. So, damit war Aufgabenteil B auch abgehakt. Also, wie gesagt, so der typische Fehler war dabei, dass irgendwie die Vereinfachung dieser Schaltung oder die Änderung der Schaltung nicht richtig erkannt wurde. So, bei Aufgabenteil C haben wir jetzt gefragt, was passiert, wenn wir jetzt zusätzlich aus dem Dreileitersystem oder aus diesem kaputten Dreileitersystem ein Vierleitersystem machen würden und diesen Neutralleiter anschließen. Und naja, was passiert? Also dieser Neutralleiter trennt natürlich diese Maschen auf. Also aus dieser einen Masche hier unten werden jetzt wieder zwei einzelne Maschen. Nämlich einmal diese Masche hier, wo eben über diesem Widerstand diese Spannung abfällt. Und es wird sozusagen diese Masche hier unten draus, die sich über den Neutralleiter schließt, wo über diesem Widerstand auch wieder die Quellspannung von 230 Volt abfällt. Das heißt, in diesem Fall mit dem Neutralleiter ergibt sich eine Leistung von zwei Phasen, ne, die hier oben ist natürlich immer noch tot, zwei Phasen, so wie hier oben, über dem Widerstand fällt die Spannung UQ ab und UQ Quadrat durch R ergibt die Leistung in einer Phase, die haben wir jetzt halt zweimal und dann kann man das wieder einsetzen und mit dem Taschenrechner ausrechnen, dann ist das so ähnlich die gleiche Zahlenrechnung wie hier oben, bloß eben mit einem Faktor von 2 anstatt 3 und sind das 10,58 Kilowatt. Also der Neutralleiter, über den dann jetzt ein Strom fließt, der hilft, ein bisschen Leistung von diesem Durchlauferhitzer wiederherzustellen. Man kommt dann zumindest eben auf nicht nur auf die Hälfte der originalen Leistung, sondern auf zwei Drittel der originalen Leistung. Das ist das, was durch diesen Neutralleiter hier passiert, wenn man den wieder anschließt. So, was sind so typische Fehler für diesen Aufgabenteil C? Es gab einige falsche Annahmen, zum Beispiel, naja, wenn das ja ein symmetrisches System ist und das ein symmetrisches System ist und ich einen Neutralleiter anschließe, dann fließt überhaupt gar kein Strom durch den Neutralleiter, also hat er keinen Einfluss. Naja, das ist ja aber nicht mehr wirklich ein symmetrisches System, also das hier vorne ist schon noch aber und das hier hinten auch, aber wir haben das ja hier kaputt gemacht. Also das, was der symmetrische Verbraucher sieht, ist eben keine symmetrische Quelle. Das ist ja genau das Gleiche, wenn ich das hier auftrenne, so ein bisschen, wenn ich diese Quelle hier ausschalte oder wenn ich eben aus Sicht der Quelle diesen Widerstand hier sehr, sehr, sehr groß mache. Also das System mit dieser Unterbrechung ist auf jeden Fall nicht mehr symmetrisch, deswegen fließt durch den Neutralleiter ein Strom. Die Annahme, dass durch den Neutralleiter kein Strom fließt, ist falsch. So, auch eine Annahme, die man irgendwie treffen kann, aber die dann doch falsch ist, ist zu sagen, okay, wenn ich den Neutralleiter anschließe, dann übernimmt er halt die Funktion von diesem kaputten, von dieser kaputten Zuleitung da oben, von dem kaputten Außenleiter. Und deshalb kommt wieder das Gleiche raus wie im Teil A. Das ist auch falsch, ne, weil der halt an der falschen Seite angeschlossen ist. Ne? Der ist eben an dem Massepotenzial oder an dem unteren Potenzial der Quelle angeschlossen, nicht an dem oberen. Deswegen kann der Neutralleiter nicht einfach die Funktion von diesem Leiter übernehmen. Dann haben einige Leute hingeschrieben, naja, der Neutralleiter ändert, wenn ich den jetzt anschließe, ändert er nichts an der Leistung, weil der Neutralleiter ja verlustlos ist, der hat keinen Widerstand. Naja, klar, also in dem Neutralleiter gibt es keine zusätzlichen Wirkleistungsverluste oder umgesetzte Wirkleistung, trotzdem ändert er eben was an Strom und Spannung an den anderen Widerständen und verändert natürlich trotzdem die Leistung dort. Ja, irgendwie war auch eine seltsame Schlussfolgerung, dass der jetzt angeschlossene Neutralleiter die Außenleiter kurz schließen würde. Das passiert natürlich nicht. Das passiert ja auch in dem normalen symmetrischen System nicht. Also klar schließt der die Sternpunkte kurz, aber der schließt doch nicht jetzt irgendwie den Außenleiter mit dem Außenleiter kurz oder den Außenleiter mit diesem oder diesem mit jenem. Der verbindet halt einfach die Sternpunkte miteinander. Also das war auch eine etwas seltsame Begründung und ja, ein Satz, den ich leider lesen musste und wo wirklich mein Puls auf 180 geht. Irgendjemand hat geschrieben, dass der angeschlossene Neutralleiter keinen Effekt hat, weil im Neutralleiter keine Spannung fließt. Und wenn ich irgendwo nochmal lesen muss, dass keine Spannung fließt, dann weiß ich nicht, ob ich nochmal hier solche Videos mache. Nein, also wenn, dann kann ein Strom fließen und eine Spannung liegt irgendwo an zwischen zwei Potentialen oder zwischen zwei Knoten oder über einem Bauelement, aber in einem solchen Leiter kann ganz bestimmt keine Spannung fließen.